Mein neues, einfaches Leben beginnt schon mit der Kontaktaufnahme. Anne Donath erreiche ich nur per Post. Die Frau hat weder eine E-Mail-Adresse noch ein Telefon. Ein paar Tage später komme ich in Steinhausen an, am kleinsten Häuschen im ganzen Ort. Oh, ist schon offen. Hallo. 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 Hallo, Ruhe. Hallo, Frau Donath. Ich bin der gehetzte Stadtreporter. Okay, willkommen in der analogen Welt. Ja. Das ist Ihr Zuhause? Ja, seit 22 Jahren. Also die Wohnungsbesichtigung ist hier schnell passiert, ne? Ja, ich sag dann einfach, drehen Sie sich einmal um. Ja. Ja, es ist nur ein einziger Raum. Mehr braucht die 67-Jährige nicht. Also das ist jetzt quasi Ihr und unser Esstisch, oder nicht? Ja, für Gäste, ja. Das heißt, das hinter Ihnen, das ist Ihre Küche? Ja, und man könnte noch sagen, das hier, nicht? Da ist so noch ein bisschen was drin für Küche. Mittagessen warm machen geht nur mit Holz. Wissen Sie, was ich habe zu Hause? Ich habe eine DVD, wo man Kaminfeuer auf dem Fernseher sehen kann. Okay. Kontrastprogramm für hier. Allerdings, wir machen jetzt mal endlich echtes Feuer. Ja, endlich mal echt. Ja. Aha. Gut. Anne Donaths Blockhütte hat damals 85.000 Mark gekostet, ist komplett abbezahlt und verursacht so gut wie keine Kosten. Logisch. Sie braucht keinen Strom, keine Heizung und noch nicht mal fließend Wasser. Das kommt nämlich aus der Zisterne hinterm Haus und wird von Hand geschöpft. Ich bin jetzt schon ziemlich beeindruckt, wie einfach ist. Das ist jetzt Regenwasser, das Sie zum Waschen verwenden? Das ist Regenwasser zum Waschen, ja. Auch Haare waschen oder Klamotten waschen? Erst recht Haare waschen. Erst recht Haare. Ja, wunderbar für die Haare. Ja. Okay. Für was gibt Anne Donath dann überhaupt Geld aus? Ich habe ja 800 Euro jeden Monat zur Verfügung und ich hole mir nach wie vor einmal im Monat 30 Scheine à 10 Euro ab. Und für Dinge, die Extras sein sollen, für die ist dann der Rest von dem Geld da. Ob ich jetzt was ansparen will oder mal eine Reise mache. Oder mit mir zu Mittagessen. Am Anfang hat Anne Donath ihr Gemüse noch selbst angebaut, aber das wurde ihr irgendwann auch zu stressig. Das meiste kauft sie ein, wie alle anderen auch. Also ich kaufe ungefähr für 100 Euro im Jahr Holz. Das sind meine Energiekosten, ne? Ich bezahle in etwa eine Wasserrechnung von 20 Euro einmal im Jahr. Wenn ich das alles zusammenzähle mit den Versicherungen und so, dann bin ich bei etwa 50 Euro pro Monat. Die Grund- und Hauptschullehrerin wollte sich damals weder auf Rente noch Lebensversicherungen verlassen. Und sie wollte so viel vom Leben haben wie nur irgendwie möglich. Ich frage mich trotzdem, ob ihr nicht doch ab und zu was fehlt. Jetzt so 20 Minuten unter eine richtig heiße, prasselnde Dusche stellen. Es ist nett, wenn man das dann mal irgendwann hat, aber es ist nicht so, dass ich jetzt meine, es fehlt. Unser Mittagessen ist übrigens eine Wucht. Kartoffeln, Rüben, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Alles ohne Teller, aus einem Topf. Man kann mit Ihnen gar keine Termine aushandeln, weil Sie ja keine E-Mail-Adresse haben und auch kein Telefon. Es gibt die Post. Ja, es dauert und wenn man abends um 5 noch was in den Kasten schmeißt, habe ich es in der Regel am nächsten Mittag um 1. Okay. Und wenn dann zum Beispiel eine Telefonnummer draufsteht, dann nehme ich mir das Fahrrad und radel zum Telefon, zum öffentlichen, 6 Kilometer etwa. Ja. Und dann rufe ich zurück. Also das geht doch, das sind keine 24 Stunden. Ja. Wir müssen nicht alles so kurz getaktet planen. In der Welt, aus der ich komme, ist es, wenn da eine E-Mail nicht innerhalb von 10 Minuten beantwortet wird, dann macht man sich schon Sorgen. Sie sind gestorben, ne? Das geht in meinen Kopf natürlich schwer rein. Ich habe allein 5 unterschiedliche E-Mail-Adressen. Es wird Zeit, dass ich mich komplett auf Anne einstelle. Wir einigen uns schon mal aufs Du. Anne, wenn du das siehst, ja, großes Haus, wahrscheinlich 300 Quadratmeter, wahrscheinlich 5 Badezimmer, 3 Schlafzimmer, ein riesengroßer Flatscreen. Juckt es da nicht ein ganz bisschen in den Fingern? Also bestimmt nicht, wenn ich ans Hausputzen denke. Okay, also ich bin in ein paar Minuten fertig. Wirklich? Ja. Heute ist übrigens kein freier Tag. Ich bin ja da. Den Rest der Woche haben Anne und Sancho keine Termine mehr. Würdest du sagen, du bist hier im Ort die Faulste? Ja, glaube ich schon. Und zwar mit Stolz gespendet. Ja. Ich finde es gut, dass man faul sein kann. Ne? Aber man muss sich dafür den Rahmen schaffen. Also faul finde ich nicht gut, wenn es auf Kosten anderer geht. 1,5 Meter weiter steht Annes Büro. Ihr ganzes Leben passt in eine kleine Pappkiste. Das Finanzamt hätte seine wahre Freude dran. Dein Verhältnis zu den Nachbarn ist gut, oder? Du bist jetzt nicht so die absonderliche Waldschratin irgendwie, die...
Ich meine, die Kontakte zu der Nachbarschaft, die sind so unterschiedlich wie in einem Hochhaus auch. Oder da hast du eine Lieblingsnachbarin, mit der du morgens hier im Schlafanzug unterm Busch hockst und Tratsch machst. Das gibt's genauso. Das ist übrigens Annes Schreibmaschine, eine alte italienische Schönheit, die sie für ein paar Euro auf einem Flohmarkt gekauft hat. Da ich ja weder Tablet noch Laptop noch Smartphone bei mir habe, tippe und vertippe ich meinen Brief ans ZDF, wie es sich für mein neues Leben gehört. Hallo Chef, ich gewöhne mich gerade an das einfache Leben mit Anne. Daher werde ich in den kommenden Jahren deutlich weniger arbeiten. Ausrufezeichen. Mit freundlichen Grüßen, Florian Weiß.